Akt 1. In finsterer Nacht taucht ein unerwarteter Held, der Game Demon, in der Stadt auf, um allen auf die Nase zu geben. Und damit sage ich willkommen bei Midnight Fight Express und bei dem kleinen First Look, den ich hier auf Cloudplay euch präsentiere. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Es scheint ein Prügler zu sein. Ja, das kann man doch auf jeden Fall mal antesten. So, ein Geist, sehr schön. Vielleicht die Todesstrafe, okay. Oh, vielleicht. Okay, bewegen können wir uns. Dankeschön. So. Okay, was läuft denn im Fernsehen? Na, das werden wir doch mal tun. Ups. Kommt von selber raus. Muss mir mein Gedächtnis gelöscht. Okay. Auch ein Retter gebrochen. Okay, also auf geht's. Grafik ist auf jeden Fall, ich sag mal, Humble Bundle mäßig oder Humble mäßig zweckmäßig. Aber mal gucken. Heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist. Oh, aber die Musik ist geil. Okay, sprinten. Superheldensprung, yes. Die ersten Hornochsen. Die heißen wirklich Hornochsen, okay. So, okay. X angreifen. Wow. Okay, angreifen kann man. Aber drüber springen nicht. Hallo? Okay, wegklicken, dann drüber springen. Wenn ich nichts mache, regeneriert sich die Gesundheit, hat er gesagt, das funktioniert. Oh ja, der ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall stärker. Falsche Taste. Aua. Okay.
Zeitfenster, ja. Wegdrücken mit B machen, immer sonst A, ey. Fehlt jetzt von uns, yes. Boah, also bei Konter bin ich noch zu dumm, mal gucken. Ja, da würde ich auch was mal geben. Ohne Pizza kann ja wohl nicht wahr sein. Boah. Okay, Zornanzeige wollen wir. Okay. Okay. Ausweichen ist natürlich nicht schlecht. Okay. Kann ich den nehmen? Hier, ich will den nehmen. Kann ich die Waffe nehmen? Ah, okay. Yes. Okay. Ne? Geht er durchschnell? Okay. Jetzt wird schwierig. Okay, werfen ist gut. Ganz schön viele Anzeigen. Okay. Modus. Klar doch. Ich glaube, mit dem Fotomodus werden einige Spaß haben. Nicht so meins, aber es gibt ja einige, die da das den ganzen Tag machen könnten. Okay, ein Stuhl. Yes. Thank you.
schon ein bisschen was von Hotline Miami irgendwie. Waffen nehmen und effektiv nutzen. Mit den Waffen, oder? Ja, bis jetzt macht es einen witzigen Eindruck. Noch nicht so kompliziert, aber ich habe das Gefühl, das könnte noch komplizierter werden. Okay, versteckt. Ah, Fertigkeiten freischalten, das klingt gut. Ah, okay, kann Level nochmal spielen? Ah. Und ich habe Geld. Klamotten kaufen, okay. Kettenfinisher, auch gut. Ich glaube erstmal immer Kombos. Man kann es ansehen, was das ist. Ja, aber es nehmen wir jetzt so. Okay. Steht da noch was? Eine Kopfbedeckung. Handschuhe sind doch super. Dann tut es nicht so weh, wenn wir mal rumkloppen. Sehr schön. So. Spielplatz. Okay. Gegner. Ach du Scheiße. Man kann auf jeden Fall irgendwie viel freischalten. Oder viel bei vielen besser werden, wie es aussieht. Oh je. Okay, die Fabrik. Ach ja. Ein 100er Kombo, okay. Ach du Scheiße, eine Bestenliste. Nein. Ich glaube nicht, dass ich da vorne dabei bin. Okay, weiter. Holzzähne. Gegenstand im Spielfeld zu schaffen, sehr gut. Okay.
Oh, die ist ja richtig zerplatzt. Alter Schwede. Oh, eine Waffe. Okay, ein Schuss. So viel zur Greifattacke. Okay, Level 1 abgeschossen, wie es aussieht. C, naja. Irgendwie will man Internet nicht so richtig. Aber gut. Bestenliste brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, wir haben wieder Fertigkeiten zu vergeben. Oh, Parierung, Kontoangriffe. Bis jetzt bin ich zu dumm, das zu machen. Schade eigentlich. Aber vielleicht lernt man es da. Ach, ich probiere mal Konter. Mal sehen. Das ist eine andere Taste. Probier mal. So. Ins nächste. Es scheint immer so ein bisschen Level spielen, kloppen und dann Rückblende. Ist das eigentlich Rückblende oder ist das Vorblende? Das ist eine gute Frage, ne? Zur Polizei zum Verhör zu sein. Mal gucken. Geht dann Geschichte weiter, ne? Ah, okay, also dass wir das. Was wir spielen, das ist die Rückblende. Ja, stimmt, der hat ja am Anfang auch was von der sprechenden Drohne erzählt. Dann musste das eine Rückblende sein. Naja, okay. Manchmal bin ich schwer vom Begriff.
Anzeige. Oh je. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen verstecken. Schlag umgelegt habe, weiß ich aber nicht. Wow. Einfach alles hin. Boah. Jetzt hat's mich erwischt. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit wir zurückgeworfen werden. Ah, oh, geht, aber einen Zahn habe ich irgendwie verloren. Na, nicht, wollte ich schmeißen. Oh, mach schon jetzt mal Stuhl. Oh, wo ist safe hier? Ach, da. Danke. Bud Spencer Attacke. Oh, es scheint ein Artboss zu sein, okay. Mal schauen wir mal, was der drauf hat hier. Oh oh. Na, mal gucken. Ja.
gucken, was die können. Ui, ganz schön zu hauen auf jeden Fall. Auf jeden Fall schwerer. Okay, ich habe nicht nochmal einen Zahn verloren. Ey, das war mein Hammer. Okay. Ja. Ich glaube, als First Look reicht das, denke ich mal. Oh, F plus, das war ziemlich schlecht. Auf jeden Fall ein schöner Prügler. Man scheint relativ viele Möglichkeiten zu bekommen. Es hat jetzt auch merklich angezogen. Beziehungsweise, vielleicht habe ich mich auch nicht so gut angestellt. Ja, also, ich glaube, man kann damit seinen Spaß haben. Mal sehen, wie knifflig die Kombos werden. Scheint ein bisschen Timing-basiert zu sein. Zumindest schaffe ich das Konto noch nicht so wirklich. Da sind die Zeiträume relativ eng. Naja. Aber, auch wenn die Grafik ein bisschen einfach ist, sage ich jetzt mal, ist sie eigentlich ganz, ganz cool. Passt ganz gut. Es ist schnell. Und Musik ist super. Ja, das gefällt mir gut. Da kriegt man auf jeden Fall Lust, weiter zu prügeln. Ja, durch den Beat. Ja. Also würde ich sagen, wer Bock auf Prügeleien hat und vielleicht nicht unbedingt die Turtles Collection verrannt hat, kann ja mal bei dem Spiel hier reingucken. Ja. Das soll es zu Midnight Fight Express gewesen sein. Viel Spaß beim selber anzocken, schreibt mal, wie ihr es gefunden habt und ja, macht mal Schluss für heute. Euer GameTimen, tschüss!